Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zum dritten Rauhnachtsimpuls, zur dritten Rauhnachtslegung für März 2024 bei mir bei eurer Crazy Owl. Wie immer, allgemeine Legung, du schaust in deiner eigenen Verantwortung. Ich lege wieder mit dem Insights Tarot, dem Gilded Reverie Lendormand und natürlich gibt es eine Faul-Rune für euch mit dazu. Wilma ist natürlich auch dabei und wir legen direkt los. So, schauen wir mal, welche Energien denn für den März 2024, für die dritte Rauhnacht, hier im Feld sind. Da hat sich schon was umgedreht. Wow! Da haben wir gleich zwei Karten. Wir haben die Vier der Stäbe und das Ass der Münzen. Das ist schon mal eine grandiose Energie. Jetzt schauen wir mal, was hier noch das Lenormand ergänzt. Wir haben die Sterne, wir haben die Zeit. Wir haben die Mäuse. Das Zeitthema hatten wir ja auch schon in der zweiten Rauhnacht. Also das scheint euch im März auch noch zu begleiten. Wir haben den Kompass und wir haben den Bären. Gut, dann gucken wir gleich noch, welche Rune hier. Upsala, die gibt aber Gas. Das war die Jera. Da steht ein großer Wandel an. Ja, das bestätigt die Jera. Gut, also meine Lieben, wir haben die Vier der Stäbe und das Ass der Münzen. Wunderschöne Energie. Die Vier der Stäbe ist die Karte des Willkommenseins, das ist die Karte der Feierlichkeit, der Leichtigkeit, der Sicherheit, es kann eine Hochzeit ankündigen. Ja, mit dem Ass der Münzen ist es im März wirklich für die Rauhnacht, für den März 2024 eine wunderschöne Energie. Das ist die Karte, wie gesagt, der Hochzeiten. Da bist du deinem Gegenüber willkommen, dein Gegenüber ist dir willkommen. Und mit dem Ass der Münzen plant man hier langfristig. Mit dem Ass der Münzen ist eine Glückskarte gefallen. Hier gibt es wirklich eine solide neue Chance. Ja, für die muss man auch was tun. Münzen ist immer Arbeit, steht auch für Finanzen. Also das ist, aber es ist eine solide Chance, die auch Früchte tragen kann. Ja, hier kann man eine Ernte einfahren, hier kann man erfolgreich sein, hier kann man, das ist Langfristigkeit, da ist Zuverlässigkeit, da ist Wertschöpfung auch drin. Also das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Energie. Ja, das ist wirklich einfach nur schön. Ja, und dass diese Energie tendenziell im März, da habe ich als verdeckte Energie, ich habe den Tod liegen, ich habe das Gericht liegen und die Vier der Schwerter. Also meine Lieben, das ist wirklich, der Tod sagt, ihr habt hier einen riesen Transformationsprozess abgeschlossen. Ja, mit dem Gericht ist hier eine Art Wiederauferstehung, der Weckruf zur Wiederauferstehung im Feld. Und mit den Vier der Schwertern als ergänzende Heilungsenergie, die Vier der Schwerter ist eine Heilungskarte. Und hier geht es um Seelenzeit. Hier geht es um vielleicht so für den März, dass euch das noch in der verdeckten Energie begleitet, immer wieder auch noch den Abschluss der dunklen Jahreszeit zu nutzen bis zur Frühjahrstag- und Nachtgleiche, hier wirklich immer wieder mal in die Stille zu gehen und Revue passieren zu lassen, was denn hier eigentlich jetzt alles als transformiert wurde, ja, wo ihr euch neu erfunden habt und neu aufsteht in einer neuen verdeckte Energie Lenormand, in einer neuen Loyalität und Treue euch selbst gegenüber. Wir haben hier eine klare Erkenntnis für euch, was eure Autorität angeht. Ich habe hier auch die Anerkennung und Erfolg, also es kann auch wirklich sein, dass der ein oder andere wirklich auch von
beruflich hier Anerkennung und Erfolg erfährt, vielleicht auch selbst in eine Führungsposition kommt. Es ist aber auch so, dass ihr selbst vielleicht auch eine ganz neue Klarheit habt und hier zielstrebig, mutig, ja, dafür steht auch der Bär, mutig hier eurem Weg folgt, eurer Fährte folgt, dass ihr Verantwortung übernehmt für euch und euer Leben. Es ist hier, glaube ich, für einige wirklich die Zeit, sich neu auszurichten. Wir haben die Spiegelung von der Zeit auf den Kompass. Und neben diesem Kompass liegt dann der Bär. Also das ist wirklich so, als ob ihr, also normalerweise beschäftigt ja die Zeit, sagt, okay, befasse dich mit dem Thema Zeit. Ist die Zeit schon reif? Braucht das noch Zeit? Ist das höchste Eisenbahn? Und hier nehme ich das wirklich so wahr, dass für einige von euch hier es wirklich höchste Zeit ist, ne, sich als Steuermann eures Lebens zu definieren und hier wirklich das Ruder in die Hand zu nehmen. Ich verlinke nochmal hier auf den Hund als verdeckte Energie. Das ist für einige von euch wirklich die Zeit. Und wir haben noch als zentrale Spiegelung, ja, ihr seid hier aufgeregt, ja, und ihr spürt, dass eure Nerven wie Drahtseile gespannt sind, aber nicht im negativen Sinne, sondern hier mit den Eulen, ne, die Vögel sagen normalerweise Klatsch und Tratsch, Gerüchteküche, Gerede, Kummer und Sorgen voraus. Aber mit den Eulen, das ist für mich immer so die Energie, dass ihr vielleicht sogar über Träume wahrnehmt, ja, hey, also, ich habe keine Lust mehr, mich hier immer wieder an dem alten Kummer-Nagen-Gedöns festzuhalten, sondern nein, ich folge hier meinen Impulsen, die ich intuitiv wahrnehme. Und das ist ein großer, großer Wandel für euch, dass ihr einfach sagt, okay, ich bin ein bisschen aufgeregt und ja, ich bin auch ein bisschen angespannt, aber ich gehe trotzdem mutig in meine Autorität voran. Ich nutze diese grandiose Chance mit dem Ast der Münzen. Ja, und vielleicht ist die Vier der Stäbe auch einfach nur dieses, hey, ich heirate mich selbst. Ja, und das ist mit der Jera. Also wenn es hier einen Heiratsantrag gibt, hier ist auf jeden Fall Zuneigung im Feld. Wir sehen hier die zwei zugeneigten Kenas-Runen. Ja, hier funkt es so richtig. Und die Jera sagt aber auch den großen Wandel voraus. Hier wandelt sich etwas wirklich von Winterschlaf zu grandiosem Frühlingserwachen. Vielleicht gründest du hier auch beruflich wirklich was Neues. Vielleicht fängst du hier was Neues beruflich an. Und die Jera sagt hier wirklich erfolgreiche Zeiten voraus, den großen Wandel. Also schau hin, bleibe auf jeden Fall offen. Und genieße diese Energie, die sich hier dir zeigen mag und die dich in eine ganz neue, grandiose Zukunft führen kann und wird. Ja, das war euer Impuls für die dritte Rauhnacht, den März 2024. Ich freue mich auf eure Feedbacks und Kommentare. Sagt ganz lieben Dank, wenn ihr mir ein Like oder ein Abo dalasst. Fühlt euch umärmelt und gedrückt. Ciao, ciao, bis zum nächsten Video. Eure Crazy Owl.